wenn er schläft. Unser kleiner Engel. Wecke nicht auf. Herzlichen Glückwunsch, Teddy. Wanda, Cosmo, seid ihr total Gaga? Ein erwachsener Mann wie du, der immer noch Schlafanzüge mit bunten Pferdchen trägt, fragst uns, ob wir Gaga sind? Wir sind ganz Gaga vor Aufregung. Herzlichen 23. Geburtstag, Timmy Turner. Wow, danke, Leute. Na los, Poof, gib es ihm. Danke, Poof. Puff, Puff. Aber ein noch tolleres Geschenk wäre, von dir die ersten Worte zu hören. Komm, Kleiner, deine ersten Worte, spuck sie aus. Ich glaube, er wird gleich was sagen. Na, vielleicht beim nächsten Mal. Mach schnell auf, das ist von mir. Nur wenn's dir gefällt. Oh, ein Säbel? Ich glaube, ich lieg richtig. Warte, du meinst... Geburtstagspiratenüberfall! Zurück, ihr Kielratten! Und rechts! Und links! Wenn's dich erwischt, krieg ich dein Fahrrad. Gut gemacht, Timmy. Du bist ein würdiger Gegner, Timmy Turner. Herzlichen Piratenglückwunsch. Danke. Dann bis nächstes Jahr. Nein. Nein. Yep, meine Geburtstage werden immer besser von Jahr zu Jahr. Dank euch Zauberpaten. Haben wir nicht immer eine großartige Zeit? Zeit? Was ist das? Timmy Turner! Das ist die letzte Geburtstagsparty, die du und deine helfenden Elfen zusammen feiern werden. Übrigens, herzlichen Glückwunsch. Die Regeln? Ja, und lies das mal, was steht da? Seite 1438, Paragraph 3, Abschnitt D. Ein Kind verliert seine Zauberpaten, wenn es erwachsen ist? Betrifft mich nicht. Sein Zuhause verlässt? Betrifft mich nicht. Oder den wahrhaft größten Zauber im Leben erfährt? Die Liebe. Also? Auch das betrifft mich nicht. Das einzige Mädchen, das ich geküsst habe, war Trudi. Das war vor 13 Jahren. Sie hat's mir aufgezwungen und ich hab's nicht genossen. Jedenfalls ist sie weggezogen und wurde nie wieder gesehen. Das heißt, Liebe kannst du streichen. Oh, stimmt. Laut Timmys Liebesbarometer ist er nicht verliebt. Hör zu, das ist kein Spiel. Je länger du Cosmo, Wanda und Poof behältst, desto mehr sind sie in Gefahr, enttarnt und geschnappt zu werden. Wie schon gesagt, keine Diskussion. Entspann dich. Ein Stück Torte? Spar dir die Torte für die unvermeidliche Lebewohlparty. Ich werde sicher einen Weg finden. Ich mach dich zum Erwachsenen. Ich bin Jean-Claude, der mächtigste Elf aller Zeiten. Darf ich mal probieren? Happy Birthday, Timmy! Stellenanzeigen? Oh, wirklich? Die suchen ungelernte Kräfte in der neuen Dynamitfabrik. Klingt aufregend und gefährlich. Schnell, öffne mein Paket. Der Wohnungsmarkt! Sieh dir das an. Hübsche Zwei-Zimmer-Wohnung, ideal für junge Familien, um endlich aus dem Elternhaus auszuziehen. Das Gleiche habt ihr mir doch schon im letzten Jahr geschenkt. Ich weiß, es klingt zu gut, um wahr zu sein. Aber ich werde euch niemals verlassen. Ich werde mir niemals einen Job suchen und nie heiraten. Ich liebe euch beide einfach viel zu sehr. Liebe, 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 Liebe. Na ja, du wirst gehen müssen, weil deine Mutter und ich das Haus verkauft haben. Wir werden endlich unseren Traum verwirklichen und auf große Weltreise gehen. Naja, was soll ich sagen? Ich wünschte, ihr hättet das Haus nicht verkauft. Ich muss los. Liebe euch. Ich liebe die Schule. Verlasst euch nie. Liebe, 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 Liebe. Warum wird unser Sohn nicht erwachsen?
natürlich. Wer ist mal wieder der Störenfried bei meiner Kindertagesbetreuung? Der bescheuertste Hohlkopf in Dimmsdale, Timmy Turner. Hey, Zicky, Vicky. Du vermurkst also immer noch Kinder. Werdet ihr wohl aufhören, mich mit euren Trinkbechern zu bedrohen? Es gibt erst einen Snack, wenn ich sage, dass es einen Snack gibt. Und nichts verschönert einen Snack mehr als verdorbene Milchshakes aus euren Bechern, oder? Das kriegst du wieder, Timmy Turner! Entrettet mir das, Kinder! Wie kann ein 23 Jahre alter Mann immer noch Schüler in der 5. Klasse sein, nach all den Jahren? Wie stellt er das an? Wie ist das überhaupt möglich, hm? Ich glaube, Spinne, geht das wieder los? Genau! Ich erinnere mich wieder, er hat... Helfen! Naja, ich bin seit 13 Jahren in dieser Klasse. Wieso hat noch keiner diese helfenden Elfen gesehen? Oh, man wird sie sehen. Ich weiß, du ziehst diese Nummer durch, weil du sie behalten willst, deine Elfen! Aber ich spiele dein Spiel mit. Denn schon bald werde ich sie schnappen. Und dann werde ich es sein. Mr. Denzel Crocker, der sich ständig etwas wünschen kann! Vorwärts. Wünsch dir was. Das ist eine Herausforderung. Okay. Ich wünschte, sie hätten Rhinitis. Ich muss kurz nach nebenan. Stilles Lernen, bis ich wiederkomme. Genieß es nochmal, Turner. Denn es wird das letzte Mal sein. Oh, stopp, das wird knapp. Stilles Lernen? Voll öde. Wie wär's stattdessen mit Dodgeball? Der beste Tag seit langem. Crocker hat Niagara-Durchfall. Und die Schule ist heute früher aus, weil ein Pupsturm im Anflug ist. Obwohl es draußen total sonnig ist. Verrückt, oder, Mücke? Verrückt? Wenn es verrückt ist, an meinem Geburtstag früher frei zu haben, damit ich länger spielen kann. Okay, Leute, dann sperrt mich in eine Zwangsjacke. Bis später, Timmy. Ich wusste, ich finde einen Weg, aus dir einen Erwachsenen zu machen. Und das ist mir eingefallen. Amors Liebespfeile. Ein Treffer mit diesen Pfeilen und Timmy wird sich in das erste Ding verlieben, das er sieht. Dann ist er endlich ein Mann und muss seinen Elfen Lebewohl sagen. Ah. Du bist mein für alle Zeiten. Ich werde dich bis in alle Ewigkeit lieben. Ich liebe die Schule. Liebe, 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 liebe. Ich hasse dich, Timmy Turner! Hey, Leute! Wir sind so stolz auf dich, Timmy! Wir werden für immer zusammenbleiben! Ihr habt sowas von recht. Nichts in der Welt könnte mich jemals dazu bringen, mich von euch zu trennen. Timmy, geht's dir gut? Ja. Gut, dann machen wir es gleich nochmal. War das witzig? Ja, in Ordnung. Als Bürgermeister von Dimmsdale ist es mir eine Ehre, den Vorstand von Magnate Power zu begrüßen. Mr. Hugh J. Magnate Jr. Danke, sehr freundlich. Danke, Bürgermeister. Das ist wirklich ein kapitaler Bock. Danke. Ladies and Gentlemen. Seit dem Tag, als Daddy mir meine erste Schaufel in die Hand gedrückt hat, bin ich auf der Suche nach Brennstoff, um uns alle auf der Überholspur zu halten. Das heißt, als meine Hightech-Wärmesuchsatelliten erst kürzlich ein mächtiges, unangezapftes, brennstofflieferndes Ölfeld unter der Stadt entdeckt hatten, entschied ich sogleich, herzukommen. Nach Dimmsdale und es mir selbst anzusehen. Dimmsdale. Was? Dimmsdale. Ah, wie auch immer, dimm, dumm. Was macht das für einen Unterschied? Wenn ich hier fertig bin, werden Sie den Namen der Stadt ändern wollen in Stinkreich Dale. Timmy, was sollen wir tun? Ja, sehr gut. Danke. Okay, danke. Bitte. Großartig. Ich präsentiere Ihnen das Magnate Power Hotel zur sprudelnden Ölquelle. Errichtet werden soll es über der Quelle, also in diesem schäbigen, stinkenden, ekligen, prolligen kleinen Park.
Wir fördern dort täglich die Menge von 1000 Fässern schmieriger, jedoch noch einigermaßen erschwinglicher Energie und bieten obendrein einen tollen Zimmerservice. Klasse! Sieh mal, wer da ist. Der ewige Hosenmatz Timmy Turner. Er lässt uns nicht aus den Augen. Genau wie die Ladies. Ja, stimmt genau, Timmy T. Hier steht der erwachsene AJ und trägt seinen neuen Polunder. Extra stylisch. Und Chester, mein Bester, professioneller Sicherheitsdienstleister, bekämpfe das Verbrechen mit meiner smarten Birne und vielen Schlüsseln an der Teleskopschnur. Er ist nur neidisch. Nun, Leute, seid ihr bereit, diesen schäbigen kleinen Park unterzupflügen, um Platz zu schaffen für die Zukunft? Timmy, starrt dieses Mädchen an. Oh, ich sorge für Ablenkung. Das hat funktioniert. Nein, warte, er glotzt immer noch. Es gibt nichts auszusetzen an Dimmsdale. Und es ist auch nichts verkehrt am Dimmsdale Hundewald. Starker Auftritt. Mit diesem Baum hier im Park bin ich aufgewachsen und immer drauf geklettert. Hör mal zu, Schwester Gerlinde Erlenlaub Grashüpfer oder wie auch immer dein Baumpatenname ist. Du willst dich bestimmt nicht mit UJ Magnay Jr. anlegen. Also Kleine, troll dich in deine Jurte oder wo du auch hausen magst. Ich wurde in dieser Stadt geboren. Hier bin ich aufgewachsen und hier werde ich weiter wohnen. Und ich heiße nicht Gerlinde, Eichblatt, Grashüpfer, Gurgler oder so, sondern Trudi. Trudi? Seht noch mal genau hin! Ich schlage vor, du bewegst einen von Tannennadeln zerstochenen Hintern, Missy. Können Sie sich abschminken, solange Sie den Baum fällen wollen? Ganz wie du willst. Jungs, legt ihn um. Sie ist eine echt starke Braut. Starke Braut? Sie können den Baum nicht umlegen, wenn das Mädchen daran gefesselt ist. Reg dich ganz schnell wieder ab, du popliges Pickelmonster. Sie wird aufgeben. Das ist immer so. Jedenfalls für gewöhnlich. Ich wünschte, die Bulldozer gingen kaputt. Worauf wartet ihr denn noch? Sitzt nicht herum! Benutzt stattdessen Kettensägen! Ich wünschte, die Sägen wären Ballons. Und ich wünschte, Chompy würde Magnates Hose fressen. Was ist denn los, Janice? Der Bock des Bürgermeisters frisst ihre Hose. Tatsächlich. Klasse. Sieht aus, als würde der Hundewald nicht so schnell verschwinden. Trudi? Wow, ich muss dir sagen, das war unglaublich. Timmy Turner, sieh dich nur an. Du hast dich wirklich kaum verändert. Naja, eigentlich gar nicht. Wo bist du gewesen? Oh, ich bin durch die Welt gereist, hab versucht, was zu bewirken und was für alle Hilflosen zu tun. Was hast du so getrieben? Oh, ich bin noch in der Schule. Wow, ein Akademiker. Und sieh dir das an, kaum tauchst du auf, passieren die erstaunlichsten Dinge. Das ist wie Zauberei. Zauberei? Nein, ich hab nichts zu tun mit Zauberei. Wie kommst du darauf? Nein. Oh, ist das toll, dich zu sehen. Da. Was ist los mit dir? Sonnenbrand auf dem Rücken, keine Umarmungen, hat der Arzt gesagt. Ich muss los. Er ist ja so geschmeidig und süß. Was für eine Demütigung. Während wir sprechen, bewegt sich meine 4000-Dollar-Hose durch den Verdauungstrakt eines Ziegenbocks. Wie konnte das passieren, hm? Janice, wieso wurde mein perfekter Plan unversehens so unperfekt? Was?
Ich hörte, Ihr perfekter Plan war ein Reinfall. Wenn Sie antworten wollen, treffen wir uns heute Abend gegen 8 im Alley, Ecke Hall und Oates. Denzel, mit wem sprichst du da? Still, Mutter! Ich telefoniere und benutze meinen Stimmenversteller! Aber dein Käse-Sandwich ist fertig! Klasse! Käse-Sand! Ich meine, kommen Sie allein. Ich bin UJ McNay Jr. Sind Sie der geheimnisvolle Anrufer? Richtig, der bin ich. Ist Technologie nicht großartig? Wer sind Sie? Die Antwort auf Ihr Problem. Und Ihr Problem trägt den Namen? Timmy Turner. Die Fotos sind von heute. Auf einmal wurde alles nervig. Nicht nervig. Elfig! Das sind seine helfenden Elfen. Sie sind der Schlüssel zu ihrem Erfolg. Oder Scheitern. Bemerkenswert. Stellen Sie sich vor, ich hielt Sie für einen Verrückten. Unheimlich, nicht verrückt. Warten Sie. Kettensägen werden zu Ballons. Ein Ziegenbock hat Ihre Hose gefressen. Sie haben nichts zu verlieren, wenn Sie mir vertrauen. Na schön. Ich bin ganz Ohr. Ich kann es zwar nicht glauben, aber ich höre zu. Ich muss meine größte Erfindung fertigstellen, den atomaren Elfen. Ein Kerkerer. Also, Sie geben mir das Geld. Ich kerker die Elfen ein und Timmy verliert seine Macht. Ich wünsche mir, dass die Bäume verschwinden, damit Sie, UJ Magnet, Ihre ölstrotzende Monstrosität eines Hotels bauen können. Ist das Ihr Ernst? Todernst, Mister. Elfenhungrig? Und? Haben wir einen Deal? Schon richtig. Die einzigen, die jemanden wie mich stoppen könnten, wären Elfen mit Zauberkräften. Ich schätze, wir sind im Geschäft. Wenn Sie mir helfen können, mein Hotel zu bauen, dann sind wir im Geschäft. Das war keine Absicht. Timmy, was ist los mit dir? Bist du traurig, weil dein Geburtstag vorbei ist? Ich glaube, ich muss mal zum Arzt. Mir ist so flau im Magen und ich habe Herzrasen. Dr. Cosmo ist schon zur Stelle! Kein Fieber, das muss ich genauer untersuchen. Du machst einen kranken Eindruck, seit du gestern Toni im Park gesehen hast. Krank? Nein, ich habe nur eine Erkältung oder sowas. Andererseits, sie ist so mutig, so selbstsicher. Oh nein, du bist dabei, dich in Trudy zu verlieben. Das heißt, du wirst erwachsen und uns für immer verlieren. Oh oh. Das bedeutet auch, ich werde den Handschuh nicht einsetzen können. Timmy, Trudy ist da. Trudy ist hier? Oh nein. Wir haben euch im Einrichtungshaus vormerken lassen. Glückwunsch zur Hochzeit. Was für eine Hochzeit? Ich wollte nur fragen. Wir haben für euch den Mixer standen. Hier, er häckselt und püriert. Hier. Das ist ein wundervoller, fantastischer Mixer. Er häckselt und püriert. Aber ich wollte Timmy eigentlich nur einen kleinen Besuch abstatten. Wann hat sie wiederzusehen? Nein! Warte, geh nicht! Bitte! Nein, nein, wir haben unseren Urlaub schon voll bezahlt! Wir geben dir Geld! Lebende sind bezahlt! Rosinen! Cosmo, wir müssen sie aufhalten, bevor sie unsere Familie auseinanderbringt! Zum ersten Mal bin ich mit einem schrillen, befehlenden und autoritären Ton einverstanden! Ich meine, ich liebe dich! Timmy, wir müssen uns über Trudy unterhalten. Wir sind in Sorge, dass sie... Timmy, warte! Hey, Timmy, lass uns irgendwas total Lustiges machen!
machen. Ja, was mega Lustiges. Zum Beispiel Crocker rasieren. Wir könnten deinen Dad in eine Frau verwandeln. Oder Wanda in eine Frau verwandeln. Du bist der Wind unter meinen Flügeln. Ja, du hast recht. Wir können tun und lassen, was wir wollen. Deswegen liebe ich euch drei ja so sehr. Ich wünschte, wir... Hey, Timmy. Oh, hey, Trudy. Wow. Hey, stell dir vor, du hier, mit mir. Ich meine, wir treffen uns noch so zufällig wie früher. Tja, also, du scheinst ja ganz schön beschäftigt zu sein. Oh ja, mit solchen Sachen. Und dann ist da noch die Schule und ist alles... ziemlich krass. Ich wollte dich fragen, vielleicht hast du ja Lust, mit mir runter ins Wasser zu gehen. Wir könnten die Segler beobachten und uns einen Smoothie gönnen. Ja, das klingt klasse. Oh je, sie hat die Smoothie-Karte gespielt. Timmys größte Schwäche. Meine sind Fussel. Oh, Fussel. Lenk nicht ab. Wenn das Liebesbarometer weiterklettert, sind wir verloren. Oh. Entschuldige, Sekunde. Hallo? Sag nur ein Wort und wir holen dich raus aus dem Schlamassel. Ach, weißt du, eigentlich, geht's mir ganz gut hier. Oh, und keine Sorge, ich verfange mich nicht in dieser L-Sache, die euch so am Herzen liegt. Deliane. Ja, mir geht's sehr gut. Wir reden weiter, wenn ich nach Hause komme. Okay, bis dann. Au. Come true, so imagine my surprise when I first saw you, and it looks like it's magic between you and me. Ich raff's nicht, dass Turner noch auf zwei Rädern rollt. So geht's, wenn man nicht erwachsen werden will. Keine Karre. Ja, die dich ohne jede Anstrengung, wohin du willst, transportiert. So ein Loser. Schauen Sie sich diesen Knaben an. Schrecklich, er will nicht erwachsen werden. Abscheulich, wie lange er an dieser Kinderseifenblase verharrt, um für nichts verantwortlich zu sein. Aber ohne seine Elfen hat sein sorgenfreies Leben ein jähes Ende. Nach 13 Jahren ist mein Erfolg näher als je zuvor. Ha! Wohin Turner auch geht, seine Elfen folgen ihm. Und wir werden sie aufspüren. Mit einer meiner größten Erfindungen. Einer absoluten Neuheit in der Überwachungstechnik. Hiya! Oh. Die schnelle Spionelle. Von nun an ist uns ihr Aufenthaltsort immer bekannt. Und schnappt die Falle erstmal zu. Schnappen wir uns Turners. Helfende Helfer! Was für eine Macht! Ich werde mir alles Öl in der Welt wünschen! Und gemeinsam werden wir die Elfen hier drin einsperren. Gut, zuerst und dann... Ja. Sie ist die Lösung! Bist du ein putziger Waschbär? Komm zu Papa! Das macht wirklich riesen Spaß. Komm, Timmy. Lauf, Timmy, lauf. Rudi, warte. Rudi, nicht so schnell. Ja, Timmy. Liebe kann sehr hart sein. Was für ein freundlicher kleiner Ratten. Turner! Ja, sehen Sie. Ich hatte schon lange nicht mehr so viel Spaß. Ich find's auch toll. Eigentlich nicht.
Was? Bist du nicht gern mit mir zusammen? So ist es verkehrt. Was ist verkehrt? Diese Welt. Du weißt schon, diese verrückte, durchgedrehte Welt, in der wir leben. Ich wünschte, ich hätte was auf dem Kopf. Wunsch erfüllt. Ah. Wow, Wünsche werden wirklich wahr. Danke. Ganz schön verändert. Ich hasse Veränderung. Deswegen wechsle ich auch nur alle 3000 Jahre meine Unterhose. Weißt du, was ich mir wünsche? Nein. Ich wünschte, dass wir helfen könnten, den Park um den Hundewald neu zu gestalten. Ich meine, so wie er mal war, als wir noch Kinder waren. Wow, toller Wunsch. Ich meine, weil du dir nichts für dich selbst wünschst. Solche Wünsche hört man nicht jeden Tag. Oh nein, das Barometer steigt. Wir müssen unbedingt etwas dagegen unternehmen. Überlass das mir! Ach, du dicke Elfe. Wir sind Menschen. Und sieh mal, ich habe lange Stelzen. Und die müssten dringend rasiert werden. Ich habe Haare unter den Armen. Die werde ich auf keinen Fall wegrasieren. Plötzlich ist alles so anders. Gefällt mir. Pasta. Guten Abend zusammen. Wir sind völlig normale, unzauberhafte und nicht elfengleiche menschliche Kellner mit unglaublich behaarten Beinen und Achselhöhlen. Und wir bringen euch euer Essen. Oh, tut mir ja so leid, Miss. Wie ungeschickt von mir. Von mir erst? Ich hab die leckere Soße vergessen. Ich bin untröstlich. Ja, zu Recht. Deshalb ist jetzt eine Zumutung. Terroristen! Kein Problem. Ich gehe mal kurz auf die Toilette. Ich bin gleich zurück. Aber... Was soll der Blödsinn? Und was soll dieser Aufzug? Wir sind Kellner. Das ist natürlich nur unser Sprungbrett, um Hollywood-Schauspieler zu werden. Stella! Das war die einzige Möglichkeit, Todi noch rechtzeitig davon abzuhalten. Und ich hörte, die Hummersuppe hier ist ganz köstlich. Von was wolltet ihr sie abhalten? Dass sie dich uns wegnimmt. Du hast dich verliebt, Timmy. Und wenn das passiert, werden wir für immer von dir getrennt. Oh, ich habe eine Idee. Wieso wünschst du dir nicht, Todi wäre in Alaska? Genau jetzt. Nein, nein, ich möchte nicht, dass ihr mir das kaputt macht. Ich wünschte, Trudi wäre sauber und hergerichtet. Das ist ja verrückt. Und ich habe noch einen Wunsch, den ihr mir erfüllen müsst. Also, ihr geht im Sinne. Was? Wohin führst du mich? Was ist die besondere Überraschung? Dein neuer Park. Du bist die Erste, die ihn sieht. Er ist wunderschön. Wie hast du... Ah, sagen wir so, ich kenne Fachleute. Und die können einen solchen Park in einem Tag anlegen? Ja. Oh, Wahnsinn, komm mit. Oh. Wow. Was ist denn mit dem Park los? Das ist wunderschön. Hey, Timmy, fang mich doch. Das war schon immer mein Lieblingsbaum. Warte, es wird noch besser. Was hat das Schnipsen zu bedeuten? Sollen wir diesem Timmy-Flegel einen Schubs geben? Nein! Es bedeutet... Jetzt bin ich mir sicher, heute ist mein allerschönster Tag. Hey, Timmy, wir holen uns ein großes Eis. Kommst du mit? Nein, danke.
Ich bleib hier. Überraschenderweise. Aber du willst doch immer ein Eis mampfen. Was hältst du von? Du kommst nicht mit, gibst uns aber Geld fürs Eis. Er ist total abgelenkt. Das heißt, wir können das Wechselgeld behalten. Oh nein, das Liebesbarometer steigt höher als je zuvor. Ein Kuss und wir sind geliefert. Oh nein, jetzt kommt der Kuss. Ich werde ihn so sehr vermissen. Weine nicht, Wanda. Ich bleibe dir erhalten. Timmy! Hey, du hast ihn vom Baum geholt. Klasse! War nicht so geplant, aber was soll's. Was ist passiert, Timmy? Bin vom Baum gefallen. Ich hatte das Gefühl, du fällst vom Baum, damit du mich nicht küssen musst. Nein, das stimmt überhaupt nicht. Es ist im Augenblick ein bisschen kompliziert. Triffst du dich noch mit der anderen? Nein. Kommst du gerade aus einer unschönen Beziehung? Nein. Oder gefalle ich dir ganz einfach nicht? Nein. Du würdest das nicht verstehen. Du hast recht, Timmy. Ich verstehe rein gar nichts. Und vor allem nicht, wieso ich in jemanden schon so lange verliebt bin. In jemanden, der für mich den Park neu gestaltet, meinen Baum gerettet und mir den romantischsten Tag aller Zeiten geschenkt hat, um dann zu sagen, leider könnte er mich nicht küssen. Ich nehm's zurück. Du hast es verstanden. Werd erwachsen, Timmy Turner! Schön, wieder zurück im Normalzustand zu sein. Ich vermisse die Haare unter den Armen. Oh, Männer. Oder sollte ich sagen Jungs? Oh, was ist denn los, du kleines Häschen? Hast du dich verlaufen in der großen Stadt? Lass mich sofort hier raus! Hey, seht mal, Leute. Wir haben Trudi. Und ich hab Tutti Frutti mit heißer Soße. Ich meine, wir müssen ihr helfen. Wir holen Timmy! Sie? Was für eine Ironie. Jemand, der sich andauernd um hilflose kleine Geschöpfe sorgt, wurde soeben betrogen von einem hilflosen kleinen Geschöpf. Magnate hat Trudi! Ja! Naja, ich meine, es ist gut, dass sie in der Limousine mitfahren darf, oder? Ja! Das heißt, wir können immer mit Timmy zusammen sein und es wird sich nichts ändern, stimmt's? Poofs vorwurfsvoller Blick kommt zur rechten Zeit, Cosmo. Wir wollen, dass Poof irgendwann erwachsen ist und gleichzeitig wollen wir Timmy mit aller Macht daran hindern. Du hast ganz recht, Wanda. Wir müssen das tun, was für Timmy am besten ist. Oh, ich bin stolz auf uns, Cosmo. Und danke, dass du uns beide zur Vernunft gebracht hast, Poof. Wir sagen's Timmy und retten Trudi. Keine Angst, ihr Kleinen. Ja, dank meines atomaren Elfeneinkerkerers rufe ich Timmy Turner zu. Sie sind in meiner Gewalt, deine Helfenden! Elfen! Timmy, Timmy! Timmy, bist du okay? Was ist denn? Trudi wurde von einem Hasen entführt in Magnates Limo. Und es gibt kein Geld zurück. Das Eis hat genau 20 Dollar gekostet. Trudi hat Trouble? Na und? Dann wünsche ich mir eben, dass sie in 2 Sekunden hier auftaucht. Ich wünschte, sie würde hier neben mir auftauchen. Ich glaube, Timmy ist nicht mehr ganz dicht. Magnate hat nicht nur Trudi. Er hat auch... Mal sehen, ob er ein Sandwich da drin hat. Mach mal auf. Hey, zeig mal. Das habe ich mir einfach angeschaut. Ich verspreche, ich bringe sie zurück. Hey, stehen bleiben. Los, befreien wir Timmy. Los, lass sie raus. Wow, weg da. Das wirst du mir wissen, Turner. Was wollen sie von mir? Du bist
der Köder für Timmy Turner. Ein Teil meines Plans. Aber keine Sorge, alle Fragen werden beantwortet in meinem unterirdischen Versteck. Ja. Nicht so eilig, Timmy Turner! Jetzt hast du keine Deckung mehr, Timmy! Hey, Knirps! Willst du ein Stück von meiner mitten in die Visage-Pizza? Oh, bitte nicht! Vicky schenkt dir einen Gutschein ohne Rückfahrticket nach Knutschi-Town! Jetzt wird's eng! Bleib stehen! Hörst du wohl! Ich bin das Knutschmonster! Willkommen in meinem gruseligen unterirdischen Versteck. Was ist das für ein Ort? Ein unbeschreibliches Horrorgefängnis! Was? Ein gruseliges unterirdisches Versteck muss grotesk sein? Ein Ölmagnat kann nur versuchen, die verlorene Kindheit, die er nie hatte, zu reproduzieren. Ein Ort für seine Freunde, wenn Daddy ihm je erlaubt hätte, Freunde zu haben. Ein Zufluchtsort, an dem sich alle vergnügen können. Steig nach oben! Empor! Empor! Damit werden Sie nicht durchkommen, Magnate! Genieß die Aussicht, Missy! Ich freue mich schon riesig auf Timmy Turners Gesicht, wenn wir den Elfeneinkerkerer nutzen und die Zauberkraft seiner eigenen Elfen gegen ihn einsetzen. Was für Elfen? Mr. Crocker, sind Sie das da unten? Oh nein, ich bin Jim. Jim Schlangennippel. Gut. Testen. Testen wir die Apparatur. Sie drücken auf die Taste, um die Zauberkraft der Elfen auf Sie zu übertragen. Wünschen Sie sich was? Ganz egal, irgendwas. Alles klar. Wissen Sie, was ich schon immer mal wollte? Ich wünschte, ich hätte eines dieser bunten Ballbäder, in denen Daddy mich nie spielen ließ. Aus Angst, ich kriege Bindehautentzündung. Ich verstehe. Schluss damit, das tut Ihnen weh. Ich wünschte, das wäre bodenlos. Es ist bodenloser! Und ich wünschte, Sie würden hineinfallen, Crocker! Ich dachte, wir wären Brüder im Geiste! Hier stehen wir und essen Hotdogs und haben sie mit unserem selbstverdienten Geld bezahlt. Tschatsching, wir sind Männer mit Anstellung und die Ladies checken uns genau. Hey, da ist Timmy. Was will der denn hier? Chester, ich brauche einen Sicherheitsexperten gleich. Und wozu? Ihr müsst mir helfen. Magnet hat meine Freunde entführt. Wenn ich sie nicht rette, haben wir alle ein fettes Problem. Warte, wenn jemand entführt wurde, müssen wir die Polizei rufen. Das geht nicht. Es sind geheime Freunde. Geheime Freunde? Ihr werdet es nicht glauben, aber sie sind meine Zauberelfen. Sie erfüllen seit Jahren meine Wünsche. Zauberelfen? Etwas Dümmeres habe ich noch nie gehört. Ich wusste, dass du ein Irrer bist, aber ich hätte nicht gedacht, dass du so irre bist. Elfen? Komm zu dir, Alter. Wenn du uns jetzt entschuldigen würdest, wir müssen zurück in die Erwachsenenwelt. Neidisch? Helft mir und ich nutze ihre Zauberkraft, um euch Dates mit tollen Girls zu besorgen. Geht klar. Timmy Turner ist schon Geschichte. Von wegen, wenn er hier wäre, würde er dich fertig machen, dass du nicht wüsstest, wo vorne und hinten ist. Du wirst nie halb so mannhaft sein wie Timmy Turner. Du nennst dich selbst ein Superschurken? Vergiss es. Dein Outfit ist nicht furchterregend und du hast überhaupt keine Muckis. Überhaupt keine Muckis? Hallo? Ich zeig dir, dass ich sehr wohl Muckis habe. Janice! Hilfe! Bring mir einen Spiegel.
Ich wünschte, ich hätte ein paar mehr Muckis. Schaut euch mal diese Muckis an, Elfen! Und ich wünschte, du... Nein, Boss, warten Sie! ...würdest ein Kleid tragen. Ich wünschte, du wärst mein persönlicher Cyborg-Diener. Mein persönlicher Cyborg. Seht nur, ist der nicht imposant? Es geht auch nichts über die richtigen Spielsachen. Ach, was kann ich noch mit dir anstellen? Oh, sei nicht schüchtern. Du bist hart wie Stahl. Oh, wie wär's mit ein bisschen Rock'n'Roll mit unseren Freunden? Ich wünschte, du könntest tanzen. Ja? Ja? Schritt, Schritt. Kick, Kick. Ja! Verschlossen. Okay, Chester, Mr. Sicherheitsexperte. Mal sehen, ob du eine Idee hast, wie wir da reinkommen. Okay, soweit so gut. Wir gehen rein. Aber ich warne euch, Jungs, es könnte gefährlich werden. Vielleicht kommen wir nicht mehr lebend raus. Ich möchte, dass ihr wisst, wie dankbar ich euch bin. Viel Glück, Timmy! Du schuldest uns einen Haufen Freundinnen! Ach, langweilig. Langweilig, du bist ein langweiliger Cyborg. Ah, mach eine Pause. Ach. Ich helfe hilflosen Geschöpfen. Ich wünschte, ich hätte einen buschigen Schnauzer. Ich wünschte, der Schnauzer wäre größer. Charmant. Ich wünschte, ich hätte einen witzigeren Spiegel. Oh, der Spiegel ist sau komisch. Sehe ich nicht toll aus, Janice? Sie sehen lächerlich aus. Und dieser Job ist lächerlich. Magnate! Timmy! Sieh an, wer taucht denn da noch auf zu unserer kleinen Party? Tja, allerdings bin ich der Gastgeber und du bist nicht eingeladen. Bestraf ihn mit deinem Laser! Ich hab die Fernbedienung verloren. Worauf wartest du denn noch? Mach ihn fertig! Wo ist sie? Wo ist sie? Doofe Fernbedienung. Ja. Cosmo Wanderbuch! Hilfe, Timmy, Hilfe! Trudy? Das Bällebad! Es ist bodenlos! Wenn Trudy da reinfällt, taucht sie nie wieder auf! Na schön, dann wünsche ich mir, es wäre ein Bad voller Kissen! Magnate leitet unsere Zauberkraft um! Wir haben nicht viel Zeit! Bleibt ganz ruhig, ich schaffe euch heil hier raus! Pass auf, Timmy! Oh, Bälle! Hilfe, Timmy, Hilfe! Vorsicht, Timmy! Mr. Crocker ist da reingefallen und er fällt immer noch. Ja, das ist wahr. Ich falle immer noch. Oh, und ich habe Bindehautentzündung. Helft mir, Leute. Entschuldige, Timmy. Du bist leider auf dich allein gestellt. Ich
glaube, mir hilft wirklich niemand. Keine Sorge, alles im Griff. Nichts ist nerviger als ein brandneues Spielzeug, das einem verkauft wird. Ja, ohne Batterien. Oh, sind Sie nicht niedlich, wenn Sie einem nichts tun können? Beeil dich! Heureka, die Fernbedienung! Hilfe! Halt durch, Trudi! Danke. Kein Problem. Komm, wir befreien meine Elfen. Da hätte ich noch eine Frage. Wir fühlen uns ziemlich schlecht. Da wir gerade von Elfen sprechen, seht mal, was ich durch ihre Kräfte erlangt habe. Noch irgendwelche letzten Worte, bevor ich euch verabschiede? Ja. Ich hätte das vor langer Zeit tun sollen. Es ist Zeit, erwachsen zu werden. Ich liebe euch, Leute. Wir lieben dich auch. Ich fürchte, mir ist gerade etwas übel aufgestoßen. Die Zeit ist dumm! Ich liebe dich, Trudi! Los! Was geschieht hier gerade? Cosmo, er rettet uns! Oh. Wo ist mein Schnauzer hin? Hey, was ist mit meinen ganzen Muckis geschehen? Vergiss nicht, den Hund zu füttern! Cosmo, er hat doch gar keinen Hund! Gut, wenn du mal einen hast, dann vergiss nicht, ihn zu füttern! Ich werde euch beide nie vergessen! Leb wohl, Timmy! Wo sind meine Zauberkräfte hin? Sie hatten nie welche, damit das klar ist. Genauso wenig wie ich. Wird Zeit, dass wir erwachsen werden, finden Sie nicht? Das ist nicht fair! Alles schwindelt! Janice! Ach, sogar meine Wünschesteuerung ist kaputt. Da, warum passiert das immer mir? Daddy? Klasse. Nicht schlecht, Timmy. Du hast meinen Baum gerettet und mein Herz gestohlen. Ist toll, was man tun kann, wenn man erwachsen ist, hä? Ich glaub das einfach nicht. In all den Jahren hattest du Zauberpaten und konntest das niemandem erzählen. Das ist ziemlich erstaunlich. Ja, das war so. Sie waren auch meine besten Freunde. Ich wünschte, ich könnte sie wiedersehen. Oh Mann, diese Vicky hat einen festen Griff. Wenn sie hier auftaucht, sagt, ich wäre auf Tahiti. Wo ist der? Wo ist der? Wo ist der? Wo ist der hin? Timmy Turner, ich muss dir etwas sehr Wichtiges sagen. Kühl dich runter, Jean-Claude, okay? Ich habe Cosmo und Wanda aufgegeben. Ich bin jetzt ein waschechter Erwachsener. Und morgen kaufe ich mir sogar ein Deo. Das weiß ich längst, du Dödel. Die ganze Elfenwelt redet von nichts anderem. Timmy Turner, auf dich wartet eine große Überraschung. Es ist eine riesengroße Ehre. Und hat auch einen kleinen Beigeschmack des Bedauerns, dass wir, der Elfenrat, das Timmy Turner Schlupfloch geschaffen haben. Zur Erklärung. Wenn es mal einen Jungen gegeben hat namens Timmy Turner, der seine Zauberpaten 13 Jahre lang geliebt und nie verraten hat. Und in einigen Fällen die Elfenwelt vor dem Untergang gerettet hat. Geschenkt. Also, wenn er verspricht, sich nur was für andere Leute zu wünschen und nicht für seine eigenen selbstsüchtigen Zwecke, dann darf er seine Zauberpaten behalten. Vielleicht lernen wir dann seine neuen Elfen kennen. Ich hoffe, sie sind so nett wie wir. Diese Elfen sind wir, du Teufel. Versprichst du das, Timmy? Ja, ich verspreche es, ich verspreche es. Das war's schon. Timmy,
Trudy, wir haben dich so vermisst. Ja, ohne dich in der Nähe sitzen wir die ganze Zeit nur rum und reden über unsere Gefühle. Was im Grunde auch okay ist. Ich liebe dich. Hey Leute, weil ihr nun wieder meine Elfen seid, möchte ich jemanden ordnungsgemäß vorstellen. Das ist Trudy. Ist mir eine Freude. Ist das nicht toll, Cosmo? Nach all den vielen Jahren haben sie doch noch zueinander gefunden. Ich gebe ihnen 2 Wochen. Also, was machen wir jetzt? Oh, wow, was ist das für ein Van? Damit werden wir uns beschäftigen, in unserem gemeinsamen Leben. Ich nenne es, das hättest du wohl gern. Das dient nur zur Tarnung, wenn wir durch die Weltgeschichte fahren und den Leuten Wünsche erfüllen, die wirklich bedürftig sind. Und auf diese Weise bleiben wir als Familie zusammen. Eine erweiterte Familie. Ist doch erst rein. Das bedeutet, wir bringen Wasser in die Sahara und schließen das Loch in der Ozonschicht und helfen hilflosen Geschöpfen. Naja, nicht nur das. Wir haben Getränke, alter Baby. Alles vorhanden. Tja, ich würde sagen, wir erfüllen gleich mal den ersten Wunsch. Fertig, Timmy Turner? Fertig, Trudy. Eigentlich schulde ich 2 Typen noch ein paar Wünsche aus einer Vereinbarung. Gut, das ist der Beginn einer zauberhaften Zukunft. Hey, ich glaube, Puff möchte uns irgendwas sagen. Endlich! Seine ersten Worte! Yo, Mann, wird ja sowas von cool, Mann. Wir düsen voll ab, Mann, und schaffen uns rein für die Homies. Aber auf jeden. Hast du Peilung, Alter? Oh, wird eine Zeit dauern, sich daran zu gewöhnen. Oh, wow, entschuldigt, Leute. Ist anders als Radfahren. Neidisch? Endlich! Wir sind in den Ferien! Wer sagt, dass wir 2 im Paradies urlauben müssen, weil Timmy ausgezogen ist? Ist das hier das Paradies? Jetzt auch noch die Turners. Das ist der schlechteste Kellner, den wir je hatten.